In diesem Video zeige ich euch, dass Routenplanung mit Komoot auch gerne mal unzuverlässig sein kann. Zu Ende. Dass man im Nebel nicht wirklich weit sehen kann. Hat sich richtig gelohnt, hier bergauf zu fahren, dass man diese herrliche Aussicht jetzt auf den See hat. Wenn man ihn halt sehen könnte. Dass es im Sauerland einen der schönsten Rastplätze für Radfahrer überhaupt gibt. Wenn ihr hier vorbeiradelt, gibt es hier diese super Kellerbar. Und dass auch E-Bike-Fahren wirklich sehr anstrengend sein kann. Ich sag noch mal einmal, E-Bike-Fahren ist total einfach. 18% Steigung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich begrüße euch hier heute aus dem Sauerland. Ich mache wie jedes Jahr mit meiner Familie Urlaub hier im Hochsauerlandkreis in der Nähe von Schmallenberg. Und heute habe ich mich hier verabredet zu einer Radtour. Und alle, die gerne YouTube-Radvideos gucken, können sich bestimmt schon denken, mit wem ich mich verabredet habe. Habe ich wahrscheinlich auch in den Videotitel geschrieben. Ich habe mich mit dem Didi verabredet vom Kanal Windpedale. Ich bin jetzt hier am Bahnhof in Meschede und wir haben eine kleine Tour hier durch den Hochsauerlandkreis vor. Ein bisschen um Meschede am Hennesee entlang. Da schauen wir mal, was das Wetter so bringt. Noch ist der Himmel ein bisschen bewölkt. Das bleibt, glaube ich, auch heute so. Hauptsache, wir werden nicht nass und haben eine schöne Tour. Ja, liebe Leute, wir haben uns jetzt hier in Meschede am Bahnhof auch zügig gefunden. Ist auch überschaubar hier. Und der Didi lässt sich mal überraschen, weil ich ja die Strecke geplant habe. Weiß er gar nicht, was auf uns zukommt und ich auch nicht, weil von hier aus bin ich noch nie losgeradelt. Meschede kann ich nur vom Durchfahren. Da darf man uns mal überraschen. Ne? Meschede an der Ruhr. Meschede an der Ruhr, ja. Was ist hier heute erwartet? Am Anfang der Tour war alles noch ganz normal. Ein bisschen aus der Stadt rausradeln, Landschaft gucken und nett unterhalten. Beim Radfahren auf den Landstraßen im Sauerland fühle ich mich nicht immer so sicher. Stichwort Autofahrer. Also habe ich wie gewohnt Komoot zu Hilfe genommen, einige Sehenswürdigkeiten miteinander verbunden, sodass am Ende rund 50 Kilometer mit 800 Höhenmetern rausgekommen sind. Absolut machbar, kein Problem. Komoot plant das schön auf gut fahrbaren Nebenstrecken, das kann man ja extra so einstellen. In letzter Zeit stelle ich aber immer öfter fest, dass es Teile von mit Komoot geplanten Routen gar nicht gibt. Es hat sie vielleicht mal gegeben, aber die Daten werden offenbar nicht gepflegt. Darum macht es ja auch durchaus Sinn, so eine Tour mit einem Einheimischen zu unternehmen. Warum ich aber an diesem Tag die Strecke planen durfte? Nun ja, das nächste Mal überlasse ich das dann lieber dem Didi. Kilometer 15 ist es mittlerweile und ich unterhalte mich ganz gut mit dem Didi, dass ich gar nicht mehr hier zum Kommentieren, zum Landschaftszeigen komme. Unten, das ist der Ort Freienohl, hinten die Autobahn, die Ruhr. Alles ein bisschen diesig, ein bisschen nebelig, vielleicht klart es ja noch ein bisschen auf. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Aufgeklärt hat es in den Höhenlagen an diesem Tag nicht so wirklich. Wir haben uns ja gerade dem Weg hier im Hintergrund hochgearbeitet, 14% Steigung. Also auch mit E-Bike, da gibt es ja immer
die Experten, die kommentieren, ja, kann man auch mit dem Biobike fahren und E-Bike fahren, jetzt kein Fahrrad fahren. Also das ist auch so anstrengend, ne? Weil wir wollen den Akku ja auch nicht nach 2 Steigungen hier gleich verbrannt haben. Dann ist er auch nicht, meins ist ja auch noch ziemlich neu. Und Didi fährt ja auch immer im Akku-Energiesparmodus. Das heißt, das ist schon ein bisschen mit Anstrengung verbunden hier. Und der Didi genießt die Tour heute mal, hat er gesagt, macht kein Video. Also gibt es meine Urlauber-Infos sozusagen hier und keine Insider-Infos von einem Einheimischen. So. Nassen Gras bergabfahren, da bin ich auch nie so der Fan von. Kommt man auch schnell mal ins Rutschen. Ich hoffe heute nicht. Das ist das typische Komoot-Problem hier, ne? Zu Ende? Also laut dem Navi würde jetzt eine scharfe Rechtskurve kommen da vorne. Nee. Und dann links. Oder wolltest du gucken gehen? Ja, gucken kann man ja mal. Also die Frage, wann hier letztes Mal einer gefahren ist, ne? Ja, liebe Leute, so ist das, ne? Wenn man mir die Streckenplanung hier überlässt. Ich habe damit Komoot geplant. Ups. Und ich drehe mal eben. Könnt ihr gucken, was ich hier wieder veranstaltet habe. Alter Schwede. Mit der Kamera schwindelig. So, weiter geht die wilde Fahrt. Halt für Rangierfahrten. Jo. So, das ist mit Abstand der schönste Pausenrastplatz, den ich hier kenne, am Sauerlandradring. Vom Feinsten, Leute, ne? Vom Feinsten. Hier mit Tretbecken. Bin ich ja fast versucht, mein Fahrrad drin sauber zu machen. Das macht man nicht. Das ist vom Feinsten hier, ne? Wenn ihr hier vorbeiradelt, gibt es hier diese super Kellerbar, wo man sich dann wahrscheinlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche was zu trinken kaufen kann. Das ist eine feine Sache, ne? Ist eh schon so richtig schön hergerichtet, mag man gar nicht weiterradeln. Ich habe auch für Luft zum Nachpumpen, kleine Reparaturen. Ja, Berge. Ich habe so ein kleines Tränchen im Auge. Ich habe mein Pedelec jetzt seit 2 Monaten, ja ziemlich genau 2 Monate. Ich bin noch nicht mal bei Regen gefahren, ne, weil ich es noch ein bisschen schonen wollte am Anfang. Und jetzt guckt euch das an. Aber ich bin natürlich selber schuld, ne, wenn ich hier so eine Strecke plane durch die Wallamucken, ne, dann kommt dann sowas bei raus. Ne? Und was jetzt noch neu ist hier am Sauerland Radring, wo wir gerade sind, der summende Schul- und Erlebnisgarten. Mal gucken, ob wir was Summendes hier finden heute Morgen. Zumindest schon was Blühendes.
Aber eine tolle Sache, ne? Das wird hier richtig gut in Schuss gehalten, das Ganze. Aber leider muss man schon bald sagen, sehe ich hier gerade nichts Summendes. Wahrscheinlich machen die Bienen heute auch schlecht Wetter. So, 15% Neigung, also Steigung. Da bin ich schon ganz dankbar, dass ich einen Motor zwischen den Pedalen habe. Jetzt auch noch mal einmal E-Bike fahren, ist total einfach. 18% Steigung. Jetzt schiebe ich auch mein E-Bike. Nur noch 3% Steigung, also praktisch flach. Ist ja nix. Langsam müssen wir den Gipfel hier mal erreicht haben. Zumindest kann man das hier wieder fahren. 8%. Durch den Nebel sind wir auch durch. Wir haben bestimmt eine herrliche Aussicht hier heute, wenn man was sehen könnte. Es hat ein bisschen diesig. Man kann nicht alles haben. Dafür können wir uns nett unterhalten. Eine richtige Straße. So, herrlich, es geht bergab. Das zählt ja nicht. Hat sich richtig gelohnt, hier bergauf zu fahren, dass man diese herrliche Aussicht jetzt auf den See hat. Wenn man ihn halt sehen könnte. Kombination hier. Das ist runterfahren, aber fein ist. Ei. Ist Baustelle frei. Keine Ahnung. Hennessy!
Reifenwaschanlage. Reifenwaschanlage hier. Da fahre ich nochmal durch. So, hier ist immer noch ein bisschen Hochwasserproblematik. Da kommt das Wasser aus dem Gully hier raus. Tippitoppi. Der Nebel hat sich verzogen. Beziehungsweise hier unten ist ja auch kein Nebel am See. War eine super Idee bei dem Wetter jetzt hier die Tour heute zu fahren. Tja, machst du nichts, ne? Ist so wie es ist. Gibt's dann wieder, ihr wollt gerade fragen, gibt es denn Fahrgastschifffahrt, aber sind ja Gäste drauf, klar. Sonst würden die ja auch nicht fahren. Ne? Ja, wir sind jetzt fast am Ende der Tour hier heute angekommen und hier nochmal ein Blick auf den Hennesee. Das ist ja auf der Staumauer. Und die hat mich fast noch motiviert, jetzt hier die Himmelsleiter, heißt das, die Himmelstreppe runterzulaufen, 300 Stufen, aber das spare ich mir heute. Ja, liebe Leute, das war's schon mit unserer kleinen 45-Kilometer-Tour, die dann am Ende doch 51 geworden sind hier im Sauerland. Ich weiß nicht, ob der Didi mich hier nochmal eine Tour planen lässt, nachdem wir unsere Fahrräder jetzt erstmal durch die Waschstraße fahren müssen. Aber das überlasse ich das nächste Mal, wenn Didi nochmal eine Tour mit mir fährt. Ich hoffe ja. Dann lieber dem Didi. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, uns hier zu begleiten, auch wenn das meiste jetzt Nebel war. Schöne Aussichten gab es nicht zu sehen. Irgendwie Drohnenfliegen war auch nicht möglich, aber wir hatten wenigstens eine schöne Tour. Wir haben uns nett unterhalten. Das ist manchmal ja viel wichtiger als eine schöne Aussicht. Wir sagen jedenfalls Tschüss, bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Der Didi und der Swobo. No. Tschüss.